Mitten in den majestätischen Schweizer Alpen liegt der Sustenpass, ein atemberaubender Gebirgspass, der die Kantone Uri und Bern miteinander verbindet. Diese Straße führt durch die teils noch unberührte Schönheit der Natur, mit grünen Tälern und schroffen, schneebedeckten Gipfeln, wie dem Sustenhorn und dem Quechtenhorn, die den Steinsgletscher einrahmen. Die Fahrt auf der Passstraße wird von grandiosen Ausblicken und atemberaubenden Kontrasten begleitet. Der Pass ist oftmals auch eine Wetterscheide. Hier ringen die Naturgewalten gleichsam miteinander. Diesen Pass fahre ich heute, westlich vom Gatmental herauf und östlich durch das Maintal wieder hinab Richtung Reuss. Einen wunderschönen guten Morgen auf dem nächsten Programmpunkt, auf der nächsten Etappe meiner Alpentour durch die Schweiz. Heute soll es über den Sustenpass gehen. Und ja, wie man sieht, ist das Wetter nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Es nieselt schon den ganzen Morgen und das, obwohl die Wetter-App beharrlich behauptet, es würde nicht regnen. Aber ich habe mir jetzt mal Regenklamotten angezogen, nach dem Motto, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Nehme ich heute trotzdem den Sustenpass in Angriff und danach geht es vielleicht noch ein Stückchen hoch auf den Klausenpass. Wir werden sehen. Ich freue mich trotzdem auf die Tour und ich hoffe und denke, dass das Wetter noch aufklaren wird. Mal schauen. Den Regen erkläre ich hiermit für beendet. Das ist jetzt höchstens noch etwas kondensierende Feuchtigkeit. Ja, da hängt schon noch viel Feuchtigkeit in der Luft. Nebel, Schwaden, die wabern hier herum. Der Vorteil ist, man muss nicht so viel zu trinken einpacken. Und die Straße ist hier schon ziemlich cool in den Felsen gebaut, so wie sie sich hier hochschwingt mit vielen Tunneln und Viadukten. Da oben wieder so eine. Das ist schon herausfordernd. Respekt. Tja nun, es bleibt ziemlich neblig. Autos fahren ja alle mit Licht. Da hat man nicht so den Blick in die Ferne, aber es gibt ja immer noch so ein paar kleine Dinge am Wegesrand. Aber der Vorteil des Hochstrampelns ist, man braucht morgens keinen Kaffee und hat dann locker schon mal jeden Morgen 5 Franken gespart. Jetzt hängt der Nebel ja auch im Tunnel. Das sieht ja gespenstisch aus. Ja, ich glaube, die Rechnung könnte aufgehen. Da oben kommt die Sonne raus. Sagenhaft, wie da auf einmal die Bergspitzen aus dem Nebel auftauchen. Total märchenhaft. Es ist schon ein faszinierender Anblick. Hier zieht der Nebel langsam von Westen das Tal hoch. Und auf der anderen Seite, vom östlichen Tal gegenüber her, kommen andere Wolken in entgegengesetzte Richtung gezogen. Die treffen sich irgendwie in der Mitte, steigen nach oben und lösen sich nach und nach auf. Und da unten an den Häusern, im Wanderweg zum Steinsgletscher, habe ich vor 5 Minuten oder 10 Minuten noch gestanden, dickster Suppe, nichts gesehen. Und jetzt ist das so ein krasses Panorama hier. Also ich könnte ja stundenlang jetzt hier dem Spiel der Natur zuschauen. Sonnen, Nebel, Wind, wie die alle miteinander ringen. Wahnsinnig schön. Und hier ist nun Zieleinlauf. Die Passhöhe ist erreicht. Da beginnt der Tunnel, der die Passhöhe untertunnelt. Hier der kleine See. Nun denke ich, dass ich mich aber doch vom Acker mache, so langsam. Es ist mir hier zu trubelig, zu viel Verkehr und Hektik. Ganz schön. Aber
Ich genieße jetzt lieber die Abfahrt. Ja, an diese Straße erinnere ich mich gut. Die bin ich letztes Jahr in der prallen Sonne hochgefahren und habe mir einen fürchterlichen Sonnenbrand geholt. Die überblickt man sozusagen kilometerweit. Und nun blicke ich hier zwischen den Bäumen auf Wassen runter und auf das Märklinland mit den zwei Eisenbahnstrecken. Hier sieht man sie sehr schön, die eine weiter oben, die andere weiter unten. Ja, und die Schnellstraße Richtung Gotthard müsste das gehen, wo ein Megastau ist. So, und dann habe ich mal das breite Tal der Köschener Reuss durchquert, in der Nähe von Altdorf, und den Einstieg zum Klausenbach gesucht und bin jetzt in einem Ort gelandet, Bürklen heißt das. Offenbar überliefert die Heimat von Wilhelm Tell, und das Dorfmarketing, das ja, macht sich das auch zunutze. Also Tell Café, Tell Restaurant, Tell Säule, aber ganz nett gemacht. Da mache ich jetzt erstmal Mittagspause. Das sind Aprikosen aus dem Wallis, die ich mir gestern gekauft
Bei der letzten Tour bin ich auch so vielen Aprikosenständen vorbeigekommen. Da dachte ich mir, diesmal probierst du mal. Sind lecker, sehr süß, sonnenverwöhnt vermutlich. Na, das erinnert mich doch jetzt sehr an den Aufstieg vom Süstenpass gestern Abend nach Gatmen. Auch hier ist es so eine Straße, die sich in mäßiger Steigung hochzieht. Und auch hier ist es so, dass das Wetter so ein bisschen, na, nicht unbedingt stabil ist. Das heißt, ich hoffe, ich komme noch ohne Regen. Ich denke auch, ich komme ohne Regen nach Unterschächen. Das ist mein heutiges Ziel. Da habe ich schon mal ein Drittel des Klausenpasses angeknabbert. Sodele, wie gut das tut, mal in Sonne und Wind die Sachen trocknen zu lassen. Auch das Zelt, das ich heute Morgen ziemlich feucht eingepackt habe. Ja, das ist hier schon ein sehr schön gelegener kleiner Campingplatz, direkt an der Mündung von zwei rauschenden Bächen. Allerdings auch der erste Campingplatz, den ich kennengelernt habe, der komplett auf ein effizientes Self-Service-System setzt. Man füllt einfach einen Anmeldeschein aus und wirft das Geld für die Übernachtungsgebühren in eine Box. Aber offen gestanden hätte ich es lieber gehabt, wenn ich nach dem vielen Strampeln heute noch ein nettes Gesicht an der Anmeldung gesehen hätte und ein paar Worte hätte wechseln können. Begegnungen mit Menschen haben doch auch ihren Wert. Dafür sind Menschen doch irgendwie gemacht. Mein persönliches Fazit zum Süstenpass. Der Aufstieg geht so, leider starker Motorradverkehr, hier ja auch bei Grimselpass und Furkerpass, von daher ziemlich laut, aber das Panorama im oberen Teil ist schon sagenhaft schön. Und morgen geht es dann für mich weiter über den Klausenpass.